Vielleicht habe ich das sogar schon gesagt und ich weiß es nur nicht. Das kann schon mal passieren, dass ein Habitak schlüpft und ich sag euch, was Ibitak alles kann und dann weiß ich es heute nicht. Das ist halt so. Irgendwann kann ich das Zeug aber auch auswendig. 1814 WP kann ein Ibitak erreichen. Das ist wirklich sehr wenig. Ja, das ist halt Level 30. Ich habe es extra aufgehoben. Sein bester Wert ist der Angriffswert mit 182. Und das beste Angriffsmoveset gibt es nur eins. So, Schnabel Himmelsfeger. Interessant. Das ist auf jeden Fall eine Attacke, die ich noch nicht kenne. Das heißt, die gab es vorher gar nicht. Schnabel Schlagbohrer habe ich bekommen. Schlagbohrer hat auch einen, wie soll ich sagen, Schlagbohrer ist besser geworden als vorher. Windhose kann es nicht mehr lernen. Interessant. Okay. Nee, dann würde ich sagen, ich habe euch das noch nie erzählt. Da bin ich mir jetzt fast schon sicher. Also, was kann es denn lernen? Schnabel, Stahlflügel ist der Quick Move. Ich habe Schnabel bekommen. Schnabel mit 12, ja, und 10 Schaden. Hört sich gut an. Und Schlagbohrer ist natürlich blöd, weil es vom Typ Boden ist. Aeroass und Himmelsfeger wären besser, weil sie von Typ Flug wären. Und Himmelsfeger macht 70 Schaden. Aber wow. Das ist interessant. Himmelsfeger hat zwei Balken. Und bei DPS steht 40. Okay, gut. Dann möchte ich doch gleich mal weitermachen. Das könnte sonst hier doch sehr lange dauern, wenn ich bei jedem Pokémon so lange brauche. Hut, Hut. Das habe ich auch schon hier fast auf dem Bildschirm. Das kann man nämlich zu Noctu entwickeln. Oder es entwickelt sich gerade zu Noctu im Endeffekt. Sehr schön. Natürlich habe ich schon einige Noctus. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt hier mein erstes. 2040 WP kann es erreichen. Interessanterweise. Die Ausdauer ist hier der beste Wert mit 200. Oh, Sondersensor Nachtnebel. Interessant. Nur. Ja, es ist halt ein normal Flug-Pokémon, daher ist das jetzt nicht unbedingt klasse. laut GamePress ist Flügelschlag Himmelsfeger das beste Angriffs-Moveset. Und dann schaue ich mir doch mal jetzt hier die Attacken an. Flügelschlag wäre ja der beste Quick-Move, finde ich, weil es halt von Typ Flug ist. Und welche Charge-Moves hätte es denn lernen können? Eine Psychokinese? Himmelsfeger und Nachtnebel. Das heißt, Nachtnebel ist eigentlich so das Schlechteste, was man hier ziehen kann, weil es einfach am wenigsten Schaden macht. Zum Beispiel. Himmelsfeger ist ja ist definitiv das Zweitschlechteste. Das heißt, Psychokinese wäre hier der stärkste Move. Tja, und Flügelschlag Himmelsfeger wird hier als bestes Moveset gelistet. Interessant. Noctu, wenn Noctu Himmelsfeger einsetzt, steht hier DPS 32. Wow. Das ist echt hochinteressant. Warum variiert das so stark? Das ist heftig. So, mit Step macht dieser Move, diese Attacke 87 Schaden. Keine Ahnung, warum das hier so unterschiedlich steht. Was die da genau berechnet haben. Okay. Gut, aber ja, leider schlecht. Nicht das, was ich ziehen hätte. Also was das Beste. Ich hätte definitiv gerne was anderes gezogen. Zur Not halt auch sogar ein Psychokinese-Set. Warum nicht? So, als nächstes möchte ich hier mal Jurup entwickeln. Das könnte auch sehr interessant sein. Da habe ich definitiv euch noch nichts davon erzählt. Wie hat sich das denn hier mit Jurup entwickelt? Was passiert, wenn man es zu Yugong entwickelt? Yugong kann 1894 WP erreichen. Und sein bester Wert ist die Verteidigung mit 184. Daher eigentlich auch wirklich
unter anderem sehr gut gegen Dragoran, aber mit Eisenschweif-Aquawelle kann man gegen Dragoran nichts anfangen. Das fängt ja fast an wie mit der Wasserdüse. Kann es denn eigentlich noch die Wasserdüse lernen? Nein, die Wasserdüse kann es nicht mehr lernen und Eissturm auch nicht. Und Eissplitter halt auch nicht. So, das heißt, ein Yugong kann Ices Odem und Eisenschweif als Quick Move lernen und Aura Strahl, Blizzard oder Aquawelle. Von der Rangliste her würde ich sagen, Blizzard ist das beste Moveset, der beste Charge Move. Und das zweitbeste Aurora Strahl und das letzte Aquawelle. Dankeschön. Vielleicht das nächste. Wer weiß. Von mir aus. An für sich erstmal das richtige Moveset finden, und wenn ich das richtige Moveset habe, will ich unbedingt eins pushen, weil ich einfach noch kein starkes Yugong habe im Endeffekt. Hätte ich halt einfach gerne. Warum denn auch nicht? Und so, liebes Yugong, bitte gib mir jetzt mal ein richtiges gutes Moveset. Ices Odem Blizzard, na also, geht doch. Sehr, sehr, sehr nice. Richtig gut. Klasse. Ah, oh, damit kann ich was anfangen. Ich glaube, ja, du kriegst noch ein Plus. Weil das Gute ist auch, dass dieses hier dann eine gute IV hat. Kann mal schauen. Ich meine, das hat. Ja, genau. Es kann einfach alles. Der Verteidigungswert. Wie aufregend. Ja, gut. Der Verteidigungswert ist halt irgendwo zwischen 13 und 14 oder so. Oder 12 und 13? Nee. Ja, 14, aber nicht 15. Okay, passt. Passt, passt, passt. Ist alles in Ordnung, ist alles super. Das nächste ist ein Krabi. Das sind extra einfach nur starke Krabbis, damit ich immer irgendwas Starkes im Inventar habe. Weil wenn man so ein starkes Krabi mit Level 30 zu einem Kingler entwickelt, kann es schnell 2000, über 2000 WP haben. Damit kann man gut angreifen, weil Kingler hat einen sehr guten Angriffswert von 240 und sogar einen Verteidigungswert von 214. Das ist wirklich gut und ich glaube, das ist das beste Angriffsmoveset. Jawohl. Blubber Aquawelle ist das beste Angriffsmoveset, was man kriegen kann bei einem Kingler. Was kann es denn lernen? Metallklaue, Blubber und Blubber wäre der Quick Move. Und Klammer, Aquawelle und Kreuzschere sind die Charge Moves. Lebensschuss kann es nicht mehr lernen. Der beste Charge Move ist natürlich Aquawelle, logischerweise mit 70 Schaden und 2 Balken. Das nächstbeste wäre dann Kreuzschere mit 45 Schaden und 3 Balken. Also, dann wollen wir doch gleich mal das nächste. Genau. So. Das nächste noch. Mal schauen, ob ich noch mal so viel Glück habe. Ja, gegen Elektro-Pokémon und Pflanzen-Pokémon sollte man halt nicht mit einem Kingler kämpfen. Kann man aber gut gegen Feuer, Eis, Stahl und Wasser einsetzen. Und ich bekomme Metallklaue-Aquawelle. Okay, das könnte vielleicht auch interessant sein. Vielleicht für einen Test. Ja, Metallklaue hat 8 Schaden mit 14 DPS und Blubber 12 Schaden mit 15 DPS. Das könnte interessant sein für einen Arena-Test. Arena-Test. Das heißt, das andere sollte ich vielleicht auch noch so umbenennen. Das war das hier. So, Arena Test. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Und dann gleich noch das dritte und letzte. Und danach gibt es einen neuen Pokédex-Eintrag. Dann werde ich ein Lampi zu einem Landturn entwickeln. So, dann bin ich mal gespannt, wie das hier weitergeht. Im Endeffekt könnte man ja jetzt noch, also wird das ja jetzt auch ein bisschen mehr mit den ganzen Krabby und Kingler und den ganzen Wasser-Pokémon. Also, ja, ich habe schon 3 Shigis gefangen. Wahnsinn, aber noch kein Kanimani. Klasse. Metallklaue, Aquawelle nochmal, okay. Könnte ich dann eigentlich dann auch dann nutzen. Das heißt, ich werde es auch gleich, ja, ich werde es gleich
Arena. Test. Alles klar. Wunderbar. Sehr schön. So, jetzt hier aber das Highlight oder eins davon. Ich habe nämlich noch einen zweiten Pokédex-Eintrag, den ich dann noch machen kann. Aber jetzt erstmal hier Lampi zu Landturn und dann nochmal schauen, was kann denn so ein Landturn eigentlich lernen? Das wäre hochinteressant, finde ich. Landturn kann 2077 WP erreichen. Sein bester Wert ist der Angriffswert mit 250. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein, ich habe es falsch abgelesen. Das war die Ausdauer mit 250. Okay, sorry. Aquaknarre Hydropumpe. Das ist das beste Angriffsmoveset. Das zweite wäre Aquaknarre Donnerblitz. Und das dritte Ladestrahl Donnerblitz. Klasse, finde ich super, dass dieses Pokémon auch wirklich im Endeffekt nur Step-Attacken lernen kann. Wie geil ist das denn? Aber das Interessante ist, es kann auch Donner lernen. Und es wird Donnerblitz als besten Move wieder gelistet. Interessant. Donnerblitz kann halt 80 Schaden mit zwei Balken, 29 DPS, Donner, ein Balken, 100 Schaden und 38 DPS. Da es beides ja mit Step ist, also Landturn ist ein richtig gutes Pokémon im Endeffekt. Egal was ihr bekommt, ihr kriegt eigentlich immer ein gutes Moveset, kann man sagen. Donner ist deswegen keine Niete. Auf keinen Fall. Will ich niemals sagen. Okay. Geil, geil, geil. Klasse, klasse. Das ist richtig gut. Du bist einfach Wasser. Erstmal. Weil irgendwo muss ich die Dinger ja mal irgendwie unterscheiden und ich weiß noch nicht wie. Aber ich denke, ich vermute, Niantic macht da vielleicht noch mal was in der Richtung. Schade, dass ich das neue Update nicht habe, sonst hätte ich nämlich gerne nämlich noch was gezeigt, weil da scheint es einiges mehr an Änderungen zu geben, die bisher bekannt sind. Es gibt da so einige interessante Screenshots, wo ich denke, oh, das könnte interessant werden, dass auch die Bewertungen wie nochmal einfacher geworden sind, obwohl sie schon einfacher geworden sind. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass man sagen muss, oh Gott, damit kann man ja überhaupt nichts anfangen. Das ist es ja nicht. So, Lidian. Entschuldigung, Lidibar war es ja vorher und jetzt ist es ein Lidian. Was kann denn so ein Lidian denn lernen? Also erstmal 1275 ist sein Maximal-WP, daher ist es sehr, sehr schwach. Und aber sein bester Wert ist die Verteidigung mit 209. Das ist nicht übel. Das ist nicht übel. Und mit Käferbiss, Käfergebrumm oder Käfertrutz und Käfergebrumm sind die besten Angriffsmoveset laut Gamepress. An für sich kann dieses Pokémon nur Step-Attacken. Klasse, auch nicht schlecht. Das heißt, es macht eh mehr Schaden, als es eigentlich da unten steht, mit 15 und 90. Oh, ich habe Käfer gedrutzt, Käfer gebrummt. Ich habe überhaupt nicht geguckt. Ich habe die ganze Zeit nur woanders hingeguckt. Okay, nee, klasse. Klasse, klasse. Also, das muss ich behalten, unbedingt. Damit kann man eventuell noch was anfangen. So, das nächste. Da bin ich auch sehr gespannt. Magnetilo kann ja auch, da hat sich ja auch was geändert. Magnetilo. Das muss ich jetzt erstmal finden. Magnetilo zu Magneton. Magneton kann 2237 WP erreichen. Sein bester Wert ist der Angriff mit 223. Und die besten Angriffsattacken kann er nicht mehr lernen. Das ist traurig, das ist echt traurig. Donnerschock, Ladungsstoß und Funkensprung, Ladungsstoß. So, ich habe jetzt Ladestrahl, Blitzkanone. Ey, das finde ich aber jetzt nicht so schlecht, ja? Also, ich bitte euch, Gamepress. Das ist sehr weit unten in der Rangliste. Ladestrahl, Blitzkanone. Vierte. Das ist die viertbeste Attacke. Die beste Attacke, die es heute noch lernen kann, wäre dann Funkensprung, Blitzkanone. Okay. So, was kann denn ein Magneton heute so lernen? Wie viel WP hast du denn? 1554. Ich finde das richtig gut. So ein gutes Magneton habe ich eigentlich nicht. Also,
dass es vor allem rein Elektroattacken hat. Was haben wir denn hier? Also Funkensprung, Ladestrahl sind die Quick Moves. So, also Blitzkanone macht 140 Schaden mit einem Balken mit 42 DPS. Die Lichtkanone macht 100 Schaden mit 51 DPS. Das ist heftig. Die Magnetbombe mit drei Balken 70 Schaden, 35 DPS. Auch nicht schlecht. Ich finde es nur schade, dass es immer noch kein Quick Move kann, das auch vom Typ Stahl ist. Das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. So, das einzigste Problem an Magneton ist, man muss sich vor einigen Pokémon-Typen in Acht halten. Aber man macht auch an für sich, kann man aber auch gut was erreichen gegen Käfer, Elektro, Pflanze, Normal, Gestein, Fee, Gift, Drache, Eis und Psycho. Das ist heftig. Ach, auch Flug und Stahl. Gegen Flug und Stahl kann man eigentlich richtig gut kämpfen mit diesem Pokémon, weil es einfach noch weniger Schaden macht als nicht sehr effektiv. Ja, also noch weniger. Das ist krass. Worauf man aber achten muss, man sollte definitiv nicht gegen ein gegen einen Boden-Pokémon kämpfen, weil das macht doppelten Schaden, und gegen Feuer und Kampf sollte man sich auch in Acht halten.